Was ist der Unterschied zwischen einem Quadrat und einer Raute? Genau das zeige ich dir in diesem Video, also Unterschiede, aber halt auch Gemeinsamkeiten. So, Quadrat zu Raute. Das hier, also das hier bei mir hier, das ist ein Quadrat und das hier ist eine Raute. Und jetzt könnte man glauben, ah, das sieht doch ziemlich ähnlich aus. Also ich müsste einfach nur die Raute ein bisschen drehen und dann sieht das Ganze doch so aus wie ein Quadrat, oder? Ja, naja, fast. Also was ist der Unterschied oder was sind die Gemeinsamkeiten zwischen Raute und Quadrat? Zunächst mal, beides sind Vierecke. 1, 2, 3, 4. Vierecken, 1, 2, 3, Vierecken. Dann vier Seiten, also 1, 2, 3, 4 und auch hier 1, 2, 3, 4. Gemeinsam ist, die Seiten sind alle gleich lang. Also die Seite hier ist A lang, die Seite, die Seite, die Seite. Also alle vier Seiten beim Quadrat sind gleich lang und bei der Raute auch. Auch hier A, 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 A. Auch bei der Raute alle vier Seiten gleich lang. So, dann gibt es Winkel. 1, 2, 3, 4. Vier Winkel, auch hier oben. 1, 2, 3, 4. Der Unterschied zwischen Quadrat und Raute liegt daran, hier sind alle Winkel 90 Grad. 90 Grad, und zwar alle vier. Und das ist bei der Raute nicht der Fall. Also hier sind die Winkel nicht 90 Grad. Also, wenn man es wirklich als Raute dann zeigen will, sondern ja, irgendein anderer Winkel. Also hier 90 Grad Winkel, hier nicht. Das ist der zentrale Unterschied. Umfang berechnet sich gleich, also der Umfang ist a plus a plus a plus a, also 4a und hier drüben auch. So, was habe ich noch vergessen? Ja, der Flächeninhalt. Der Flächeninhalt ist hier einfach beim Quadrat a mal a, also a Quadrat, bei der Raute nicht. Also bei der Raute, es gibt verschiedenste Formeln, um den Flächeninhalt auszurechnen. Die haben zum Teil mit dem Winkel zu tun oder mit Diagonalen. Allerdings hier gilt nicht a mal a. Ich heiße Dennis, in Lernvideos wie diesem hier und auch auf meinem Kanal bekommst du Mathematik und auch andere Schulfächer einfach erklärt. Falls du noch mehr zu diesem Thema lernen möchtest, schau gerne mal unten in die Infobox rein. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo oder einen Daumen hoch da lassen würdest, dann erhältst du auch in Zukunft weitere Mathematikhilfen von mir. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.